Servus, liebe Freunde der Sonne. Ja, genau. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von One Night. Schwachsinn mit uns? Ja, ja. Schwachsinn am Sonntag. Weiß nicht, wann es kommt. Wobei es ist schon Montag. Jedenfalls, wir waren hier stehen geblieben bei One Night. Nachdem es in letzter Folge so wunderschön alles geklappt hat. Also wir sind sehr weit gekommen. Ja. Eigentlich in 20 Minuten hast du 2 Minuten gespielt. Ungefähr. Ja. Ja. Endlich geht's weiter. So, so. Wie, du nimmst die Kamera runter. Mhm. Drangst, also wir dürfen nicht die Kamera nehmen, er hat uns gefangen, so wie es ausschaut. Ah, ich brauche einen Schlüssel. Da ist was drin. Da ist nichts drin. Doch, da ist was drin. Was ist denn da drin? Willst du mich verarschen? Okay, ist doch nichts drin. Sah aus, als wäre was drin. Du musst wohl da durch. Da will ich aber nicht durch. Oh, die geile Sau. Die geile Drecksau. Da hinten ist der Wichser. Da will ich aber nicht lang. Geht's da links nicht lang? Was? Da nach rechts. Rechts. Da geht's lang. Ah, da geht's auch lang. Kann ich mich hier verstecken, oder was? Ist aber nicht gut. Ich sehe ja gar nichts. Ich sehe ja gar nichts. Stell mal dein Gamma hoch. Ja, toll. Okay, hier gibt's nichts. Was konntest du da gerade anklicken? Nichts, das war ja die Tür vorher. Was flackt denn da jetzt? So. Nicht so laut sprechen. Siehst du, da kannst du doch nach rechts. Ich hoffe mal, dass der jetzt nicht kommt. Dass der sich noch Zeit lässt. Dass es nicht auf Zeit geht. Die Scheiße. Schlüssel, oder? Na, oder? Nothing. Ein Key. Ich weiß, wofür der ist. Ein sogenannter Key-Schlüssel. Mhm. Ist ja laut. Ich muss mich beeilen. Ha! Oh, er war jetzt nicht mehr da, glaube ich. Hat funktioniert. Da lang. Ich glaube, der verfolgt uns gleich. Ne, ich brauche nicht die Kamera, vergiss es. Ich klicke die nicht mehr an. Muss ja jetzt sein, dass hier lauter Dinger sind. Ja. Weil der ist ja eh nicht schneller als wir, also braucht es doch nicht. Oder? Aber er bleibt daran hängen. Ist das so dämlich? Meinst du? Ja, ja. Kommt da nicht durch. Der hat keine intelligente Weg-Dingsbums. Ah, ja, und den Schraubenzieher haben wir behalten, ist klar. Mhm. The basement started repairs, we must replace with pipes and ventilator. Das ist nice. Das heißt, die sind weg. Das heißt, wir kommen da durch. Mhm. Ich seh gar nichts. Dreh ich mal um? Ja, genau. Jetzt geh. Behalte es im Auge. So, ich seh nix. Gehen. Ah, okay, hab's gefunden. Otto Style. Ja. Otto, finde ich gut. Du kannst dir doch mit dem scheiß Schraubenzieher die Augen aus. Pinsel? Den Pinsel will ich mitnehmen. Ich muss hier drüber malen. Das schaut scheiße aus. Oh, das ist jetzt die Gasflasche, würde ich schon mitnehmen. Anzünden und. Bums. Nothing. Warte mal kurz, ist da unten was? Nee. Mm-mm. Kerosin. Okay. Was? Nee. Ja, was gehört? Oh, speichern. Was? Task? Find us stairs. Dir mit dem Plural. Wahnsinn. Ne, das heißt wirklich stairs. Okay. Dann halt nicht. Hab sie gefunden. Krippe gefunden. Geh ich aber noch nicht lang. Aber brauchen wir jetzt keine Pillen? Das war so klar. Was? Dass du nicht durchkommst. Mhm. Aber sag mal, brauchen wir jetzt eigentlich nicht irgendwie Pillen oder sowas? Nee, jetzt hast du genug Steroid, dass du... Wieso? Achso, das Stamina. Dingsbums. Ey, ich dachte, sie sind aus. Das war anders. Krautschen. Bang. Boom. Mhm. Ja, du meinst Adrenalin. Ja. Willst du mich... Hallo? Luft. Da, da. Da rein. Wieder raus. Da hinten lang. Hä? Hallo? Was soll ich denn machen? Keine Ahnung. So muss ich liegen. Ich hab versucht aufzumachen, aber es ging nicht. Vielleicht hallo? Musst du vorher einen Schlüssel finden. Also, wir laden wieder und wir machen uns bereit, dass gleich wieder abkackt. Aber das kann echt nicht sein, also... Nee. Was hätte ich machen sollen? Ich habe nichts gefunden.
Und die Zeit mit 20 Sekunden scheint mir knapp bemessen, dass man irgendwas finden kann. Vielleicht ist der Schlüssel am Boden geflaggt. Meinst? Also ich frage mich halt, wofür sind auch die Spins da? Verwirrung. Mörder verwirrt. Naja. Also ich muss sagen, das mit dem Kamera... Bis gleich. Willkommen zurück. Ja. Ladezeiten. Ach was. Nein. Ja. Naja, wir wissen alle, warum es abgekackt ist. Also warum wir jetzt hier einen Cut gemacht haben. Ich weiß es nicht. Und zwar danach. Wir sind nämlich die Cutmeister. Das ist gleich immer, wie wenn die anderen Leute da, die großen YouTuber immer anfangen hier, für jeden Scheißdreck da zu cutten. Weißt du? Nee, weiß ich nicht. Ja, wenn sie hier V-Logs machen oder so. Ja, und da war dann das. Klick, Cut, steht auf einmal da. Wo wir gesagt haben, Klack, Cut, steht wieder da. Blablabla. Meine Fresse. Hm. Das war das Böse oben. Das darf nicht passieren. Aha. Schau dich da nochmal um. Da ist aber nichts. Nun. Geh nicht rein. Geh nicht rein. Geh aber hier liegt nichts. Ein Dach oder irgendwas da oben. Also, wie gesagt, wir sind ja hier letztens verrackt. Also, wir müssen hier rein, gell? Mhm. Was von hier auf aus? Nee, vielleicht mal. Ich suche hier nochmal irgendwie. Warte mal. Nee, schade, schade. Schau nochmal hier zurück. Ich werde mal zurückschauen. Vielleicht ist irgendwas beim. Ist da irgendein Schlüssel. Ist da aber nirgendwo, da war nix. Find us the ass. Ja gut, die habe ich gefunden. Hier. Ja, oh, aber die zählt wohl nicht. Witzig, wenn man da mal gegen Schlüssel läuft. Raus. Haben gefunden. Da kommst du ja nicht durch. Du hast lockt. Dann, da ist ja nirgendwo was, da musst du weiter. Ja, aber was hätte ich machen sollen? Da ist doch hier was. Hier. Nee, aber hier war nix. Sicher? Wo soll denn der Schlüssel sein? Ja, gut, stimmt auch wieder. Oder willst du nochmal zurückschauen? Nee. Das kann nicht sein. Nee, das kann nicht sein. Dann schauen wir mal. Das darf ja wohl nie wahr sein. Greta! Greta! Einstimmig. Mhm. Ich habe mir vielleicht gedacht, auch dass hier, wo das Ventil ist, dass man da vielleicht runterdrehen könnte. Mhm. Würde ich sagen, du schaust jetzt nochmal zu den Spinden, ob da was rausfällt. Oh, das sieht ja schon mal toll aus. Schau noch am Boden. Nee, ist nichts. Schau zum anderen. So meinst du. Weil da passiert ja irgendwie nichts. Valve. Ja, aber da funktioniert nichts. Jetzt probier's nochmal mit dem Ding. Hm? Mit der Tür. Dann geht da nochmal hin, weil die öffnen sich irgendwie nicht. Nee, ach da ist jetzt auf einmal das Rad dran. Toll. Was ist das denn jetzt? Hallo? Also, dieses Spiel. Ich bin total am Rad. Dieses Spiel macht mich so fertig. Aber es sind ja abgekackt. Ja, toll, gleich aber. Das ist doch kein. Das ist kein Spiel, das ist eine Alpha-Version. Mehr nicht. Sprachlos. Ohne Worte. Ich weiß jetzt schon, scheißegal wie es Ende ist. Das Spiel kriegt nur 2 Sterne von 5. Mehr nicht. Wofür kriegst du den zweiten? Atmosphäre ein, okay. Zweiten Stress, also dieses Verfolgung. Mehr nicht. Hat funktioniert. Das ging aber schnell runter. Hast dich geduckt, hä? Bist mit dem Arsch runtergerippen. So, duck. Ja. Oh. Steißbein. Das zieht. Naja, wieder schön die Zahlenfehler. Mhm. Schau doch mal jetzt, ob das Zahnrad. Das Zahnrad flackt da drin und jetzt irgendwie. Ha! Scheiße. Ja, jetzt geht's auf, oder wie? Scheiß rumgescriptet. Nicht so gut, gell? Wir können vielleicht sagen, Zentralverriegelung oder sowas. Er könnte schreiben. Geht nicht auf. Ich erinnere mich an Auschwitz. Gaskammer. Wir suchen. Das ist das 352, oder? Scheiß Paint-Gekritzel. 3529, wenn du mich fragst. 3259 meinst du wohl? 3259, ja.
Moment. Also 3, 2, 5, 9. Hast du den Schüffel mit? 3, 2, 5, 5. Gehst von vorne durch. Nee, so muss man tun. Nochmal. Also angucken. Könnte auch eine 8 sein, oder? Nee, eine 8 ist das nicht. Das ist. Also eine 5? 4 vielleicht? Nee, 3. Probier eine 3. Ja, okay, aber die 9 hinten stimmt nicht. 3, ach so. 2, 5, 3. 3, 2, 5, 3, so meinst du. 3, 2, 5, 3. Ja. Nee. 3, 2, 5, 1. 3, 2, 5, 2. 3, 2, 5, 3. 4. 2, 5, 4. Okay. Ja, genau, eine 4. Da, oh, ist doppelt eine 4. Das ist doch wirklich. Da ist keine 4. Ah, jo. Wenn man so. Teilweise kann man erkennen, aber es ist eher eine 9. Eher eine 9. Es ist eher gekritzelt. Oh, Jump-Run-Einlage. Nice. Nochmal da unten habe ich nichts vergessen. Hoffe ich für dich auch. Ah, schwere Entscheidung. Mhm. Nur nicht zu verlieren. Leichte Entscheidung. Ja, okay. Jetzt ist einfach. Guck nach rechts. Ich wette, zum Schluss gibt es noch eine Mega-Verfolgung oder sowas. Oder halt zumindest eine bisschen Verfolgung. Mag ich aber nicht, weil wenn man dann stirbt, ist das scheiße. Jetzt kommt's ja gleich, weil wenn die zwei Türen verriegelt sind, die auch verriegelt ist, und die auch, geht's nur geradeaus weiter. Das Geblitze da unten gefällt mir aber gar nicht. Da ist ein Stairs. Achso. Hä? Haben immer noch keine Waffe gefunden, nach rechts. Ja, aber wir haben jetzt die Stairs gefunden. Find the Stairs. Was ist jetzt hier? Hä? Können wir mal zu Ende? Ach so. Ja. Ah. Ja, aber man sieht hier ja fast nichts. Eine Taschenlampe wäre nicht schlecht. Hm. Oder deine Streichhölzer. Ah, Erfindung. Ja, aber die kann man nicht nutzen. Ja. Das ist der Erfindung. Streichhölzer zum Licht machen, nicht nur um Kerzen anzuzünden. Mach, mach. Da. Aber was ist jetzt hier passiert? Pillen. Ich hab keine. Ja, musst du aber. Ich muss finden. Guck mal nach rechts. Ah, plötzlich geht der Saft wieder, oder was? Auch immer das Ding, genau. Lift. Also hochheben, oder wie? Nein. Lift holen. Ach was, nein, echt? Hallo, Lift. Beeil dich, ich brauch meine Pillen. Da ist er dann drin. Oh Gott. So, wir machen uns drauf gefasst. Abgekackt. Achso, hat es anscheinend doch 4 Ebenen oder hat es doch 5? Also 3 hat es auf jeden Fall und jetzt kommt die 4. So. Das schaut jetzt aber schon nach Hotel aus. So halbwegs. Naja, jedenfalls, schau mal, erinnert auch ein bisschen an Dings, wie hieß denn? Ich weiß, was du meinst, When Lights Die. Wo du doch, was ziemlich genau. So Oculus Rift Erfahrung war. Ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Wo es dann hieß, wieder zurück, wer Daten wird übertragen, gell? 100% des Monster kommt, dann Step 1 von 64 und dann, tot. Ja. Ich glaube aber, hier gibt's keine Pillen mehr. Da hinten habe ich jemand gehen sehen. Eine Pille. Hast du es gesehen da hinten? Im anderen Block ist der andere Typ gegangen. Echt? Mhm. Schau mal hin. Nein, das ist ja schon wieder weg. Du, Lockpick in the Clutches. Lockpick heißt verschließen, gell? Lockpick. Was ist, ja? Was ist aber jetzt Clutches? Das weiß ich ja nicht. Klitschi, klatschi. So. Genau, gut, nachschauen. Lockpick gibt's nicht. Okay, und nächster Toter. Aber den kann ich nicht anklicken. Sehr schön. Aber gibt's hier wirklich keine Pillen? Weil es hieß doch, ich brauche meine Pillen.
Hallo, Pillen. Kupplung irgendwie. Keine Ahnung. Aber Klatsch ist für mich eher so ein Raum, weißt? Ja, ja. Also Klatsch ist das Gelege. Was? Ich weiß nicht, was die meinen. Und Klatsch ist... Naja, gut, dann lassen wir es mal so stehen. Ist ja wurscht. Wir werden wahrscheinlich schon die Aufgabe finden. Meine Fresse, echt. Das Problem ist nur, ich habe ja vorher den Typen gesehen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo der ist. Der muss ja dann hier gewesen sein, oder? Ja, und der ist dann da nach hinten gelaufen. Da siehst du also nicht nach hinten gehen. Nee, da geh ich nur nicht rein. Er geht nach hinten. Ja, doch, der ist ja hier rumgegangen in die Richtung. Hallo. Warum gehst du ihm da hinterher? Ist bekloppt, oder was? Oh. Der schaut nicht gut aus. Warum gehst hin? Oh. Jetzt Himmel, Herrgott. Einmal. Luft anhalten. Ja, jetzt komm, füll dich nicht so auf. Ja, ich schau schon mal vor. Ja, kommt der jetzt oder nicht? Also man hört Schritte. Ah, da ist er. Die Pussy. Ich sehe seine Hand. Ich mache mich bereit zu laufen. Er geht schon wieder raus. Da war ein Speicherpunkt, oder? Ja. Ist doch noch drin, oder? Ah, jetzt geht er raus. Ja, aber jetzt komm, verpiss dich. Das Problem ist immer nur, das Schränke ist immer ganz schön, ja. Du versteckst dich, ha, ich bin sicher. Ist der jetzt rausgegangen, dann, oder? Ja, ja. Weg. Jetzt dann ist das Problem. Jetzt kommt er wieder zurück. Das ist das Problem natürlich, ich mag nicht mehr rausgehen. Das Problem ist nur bei Alien Isolation zum Beispiel, da bist du im Schrank auch nicht sicher. Da hatte ich schon öfters, dass er mich im Schrank trotzdem, obwohl ich mich zurückgelehnt und Atem angehalten habe, trotzdem hat mich das Scheißviech entdeckt. Ja, ja. Ja, wenn es lang drin bleibt oder so. Ja, ich höre doch ab und zu immer Schritte. Jetzt sind sie weg. Das ist ein Pferd. Also wieder das Pferd. Ich hab's, du nimmst die Tür mit. Und dann, wenn er kommt, bums. Ich bin die Tür. Halt, stopp. Ja, genau, dahinter verstecken. Find the metal plate for clutches. Hey, was soll clutches denn da sein? Schreibmaschine oder was? Schau doch mal hin, was das ist. Ah. Verstecken. Ah, ein Schraubstock. Ah, ja. Und für was brauchst du die Metallplatte? Weiß es nicht. Also, wir merken uns, wir müssen hier aufpassen, dass der uns nicht erwischt. Wir haben hier Verstecke gefunden. Zum Glück machen wir selber keine Laute. Finde ich zumindest. Machst du doch die ganze Zeit jetzt. Ja, jetzt aber, wenn ich komplett gerade auslaufe. Nichts. Na, jetzt geh. Schwere Geburt, ohne Witz. Okay, es gibt eigentlich nur noch einen Weg, aber ich brauche noch eine Metallplatte und die habe ich nicht gefunden. Wo du finden? Ach, was. Oder muss ich nochmal da reingucken? Es gab doch den einen Weg. Ja, ja, aber ich wollte mal... Jawohl, ich finde halt hier nichts, gell? Nee, da ist ja nichts, gell? Mach mal kurz bei dem Typen da. Sweet. Ist ja ein Kind. Aber Metallplatte ist hier nicht, gell? Nee, im Klo erst recht. Weiß, ich hab... Du frisst schon eine Metallplatte und scheißt dir raus, also echt. Bei mir sind eigentlich daheim einmal in der Woche eine Metallplatte im Klo. Schnell weg.
Das war jetzt uncool. Kann man sie nicht verstecken oder sowas? Mhm. Ja! Mhm. Wie gut, dass ich... Gut, dass ich halt doch zurückgeschaut habe, gell? Der kommt da rein, oder? Ich höre seine Schritte. Das war ziemlich nah. Ja gut, der hat sich vorher auch schon sehr nah angehört, aber... Ich hoffe mir nicht, dass er jetzt da reinkommt. Das wäre ganz uncool. Entfernen sich, oder? Mhm. Ja, vor allem, wie kam der jetzt so schnell daher? Mhm. Komm, verpiss dich. Spring, du, bumm. Ich bin doch hier ganz über der Decke. Ganz nah. Vorher hat aber da hinten das Ding geleuchtet. Das bringt ja nichts. Ich hab's Gefühl, das kommt. Ja, ich hab's Gefühl, das kommt immer näher. Mhm. Was bleibt gleich? Das heißt, der latscht wahrscheinlich hier links die ganze Zeit hin und her. Ja, weißt du, dass ich hier bin oder was? Oder ist es wieder getriggerte Scheiße? Jetzt war es leiser. Oder ist es wieder so getriggert, weißt du, dass ich hier raus muss und verfolgen? Wahrscheinlich. Ich mag aber nicht. Speicher. In der Tat. Und neu laden, oder? Damit er weg ist? Ach nee, Moment. Ich höre jetzt nichts mehr. Hm? Jop, er ist weg. Geht nie auf die Blitze zu. Mhm. Er ist komplett weg. Ich hoffe mir nicht, dass er jetzt in einem der Räume ist. Das wäre jetzt scheiße. Aber so richtig. Spannend, spannend. Muss ich sagen. Was auch nervt, ist, dass deine Schritte nicht regelmäßig sind. Mhm. Nächster Raum. Ja, ich wollte mal schauen, ob er da drin ist. Da ist er wahrscheinlich drin. Ich hoffe es nicht. Hä? Da habe ich so ein Lockpick, so eine Nadel. Ah, ein Dietrich soll das sein. Kann ich jetzt hier raus? Hallo! Hüpfen. Im Zweifel immer hüpfen. Nee. Ist der Schüler so ein Scheißtrick oder was? Aha. Jetzt kannst du fast jede Tür öffnen. Mhm, aber welche? Ja, wahrscheinlich die, oder? Die da kommst du unten durch. Oh ja. Da ist er jetzt. Da ist er jetzt. Ich weiß welche. Es gibt noch eine Tür. Wieso? Wie viel haben wir denn? 25. Nochmal weiter. Ich will da jetzt endlich fertig werden. Vertikal werden. Was? Wieso vertikal? Wertig. Wertig. Wieso? Wertig. Einfach so. Irgendein Schwachsinn halt. Oh Mann. Wie weit denn noch? Was? Patient M suffers from attacks of schizophrenia, does not recognize their relatives and friends. Invented a new name, biography killed several of his colleagues. Ah ja. Machen wir einen Cut. Bis dann. Genau. Tschüss.